So, moin zum Vlog Nummer 11. Ich bin mal ein bisschen draußen. Geiles Wetter heute. Und die Hühner kriegen jetzt erstmal ein bisschen Mittagessen. Hey, Klein. Hier, komm her. Jetzt ist erstmal eine Portion Bratkartoffeln, ne? Die freuen sich. Schön matschig. Ja, denen soll es ja auch gut gehen. Die lassen zwar jetzt langsam ein bisschen nach, wird ein bisschen kühl, Pullover bis oben hinzu. Jetzt haben wir jetzt 10 Hühner, naja, 3 Eier am Tag, aber die kriegen ja auch kein Legemehl oder sowas. Die sollen vernünftige, saubere, ökologische Eier legen. Ne? Und ja, wie gesagt, bei dem Wetter, da machen wir jetzt auch mal eine kleine Tour. Aber ich könnte euch noch was zeigen. Ich habe ja hier mehrere Standorte, wo mein Zeug steht. Im Moment habe ich leider zu Hause keinen Platz, deswegen muss der Wender hier draußen stehen. Ja, ich bin dann auf der Suche nach Unterstellmöglichkeiten. Wenn es irgendwie mal mittelfristig was ergibt, muss ich mal irgendwie eine Scheune oder sowas mieten. Mal gucken, was sich da ergibt. Und hier habe ich noch so eine Kiste, die habe ich mir irgendwann mal selber gebaut. Hinten für die Hydraulik. Da ist jetzt erstmal ein bisschen Laub drin gesammelt. Dann kann man das immer mal wegbringen. Tut mir halt immer in der Seele weh, wenn das Zeug hier draußen steht, aber im Moment geht es halt nicht anders. Irgendwie wird sich da mal was ergeben. Aber die hält ganz gut durch, die Kiste. Also so schlecht mit der Sonne. Die ja, habe ich eigentlich massiv genug gebaut und vom Rostschutz her ist das im Moment noch okay. Aber langfristig muss ich auch mal wieder unter Dach. Ja, wie gesagt, bei dem Wetter kann man einen schönen Ausflug machen. Wir sind im Nordbettler unterwegs heute. Und das ist die Kleegrasfläche hier, die ich als letztes gesät habe. Die sieht man schon deutlich. Also es war irgendwie Ende September. Das andere Kleegras habe ich Anfang September gesät oder so um 10. rum. Das war vielleicht 2 Wochen später oder 3. Bei dem einen hast du schon einen richtigen Reihenschluss hier. Es ist noch ganz schön offen, aber gut aufgegangen. Keine Lücken irgendwo. Ja, hier war vorher das Grünland. Und das hat mir beim Pflügen eigentlich nicht so gut gefallen. Deswegen ja, müsste man überlegen, wie man das macht beim Grünland. Oder wenn ich das Kleegras mal wieder umbreche in 2-3 Jahren. Ob man da erst mit einer Messerwalze Scheibenäge am besten beides drüber geht, dass man es erst in so Würfelchen schneidet, weil die Durchwurzelung doch so sehr stark ist, dass sich das nicht richtig wirft. Das zieht nur so Würste hin. Mag auch irgendwie am Boden liegen, aber keine Ahnung. Mal gucken, ob das nächstes Mal besser geht, wenn ich das erst ein bisschen
vorbearbeite. Klar hätten wir uns vorher grobern können oder so, aber dann, das habe ich probiert an einer Ecke, dann sah es mir so uneben aus, dann hätte es beim Pflügen wahrscheinlich gar nicht mehr vernünftig hinbekommen und hätte es dann doch wieder das Gras oben gehabt, weil der Grober das dann schon zur Hälfte ja umwühlt. Und ich wollte aber unbedingt, dass die Grasköpfe nach unten kommen und dass man da vernünftigen Pfeilanteil hat zum Reinsehen. Ja, schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Jetzt habe ich ja erstmal ein bisschen Zeit hier mit und kann man erstmal 2 Jahre drauf ernten, wenigstens. Auf jeden Fall ist Kleeanteil dabei. Gucken, ob ich was finde hier, wo das ganz gut aussieht. Der Klee kommt irgendwie ein bisschen später zu dem Gras. Na gut, ja, noch hier. Das ist schon noch das Klee zu sehen. Der hat den Anteil von 30%, 60% Gras, 30% Klee, 10% Luzerne. Ja, schauen wir mal. Wird schon was. So, jetzt will ich mir noch eine andere Fläche angucken, die ich dazu bekommen habe jetzt noch zwischendurch. Da fahren wir jetzt mal zusammen hin. Aber ich halte mich heute nicht lange draußen auf mit dem Moped, weil es schweinekalt ist echt beim Fahren. Ich bin zwar nicht weit von zu Hause weg, nur so ein Kilometerchen. Aber das Ding muss ja auch mal bewegt werden, sonst habe ich wieder meine Batterieprobleme, ne? Jetzt noch zum Vergleich, bin doch noch mal einige Wand weitergefahren. Die Fläche, die ich hier 2 Wochen vorher gesät habe, die ist komplett dicht. Ist richtig gut. Ein bisschen Rapsaufschlag mit dabei. Hatte ich aber auch gepflügt vorher. Aber hier ist das schon ganz, ganz anders. Ne? Dass da jetzt nichts mehr kommt, ist mir auch klar, dass die Wachstumsphase durch ist. Aber ich gucke halt mal gerne. Ne? Aber hier sieht das richtig, richtig sattgrün aus. Da machen halt 2 Wochen doch schon was aus. Ich erzähle das ja nicht umsonst. Gerne nehme ich Kommentare an, geistreiche Kommentare oder Verbesserungsvorschläge, wenn ich da jetzt irgendwas erzähle, was Quatsch ist. Ich habe das ja nicht gelernt hier. Ich habe ja Maschinenbau studiert, mit der Landwirtschaft zwar immer irgendwie ein bisschen so am Rande zu tun gehabt und immer Interesse dran gehabt. Und jetzt hat sich halt die Gelegenheit ergeben, dass ich da was an Flächen bekommen konnte und da ein bisschen starten konnte mit. Ich möchte es ja ökologisch betreiben, deswegen als Kleegras jetzt die erste Kultur der Fruchtfolge, um auch ein bisschen Unkrautsuppression da hinzukriegen. Keine Ahnung, ob es klappt, mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Also ich hatte mir das so vorgestellt, dass man da 2 Jahre Kleegras macht jetzt Minimum und dann eben den Stickstoff oder die Stickstoffsammlung vom Kleegras nutzt, um dann entsprechend Dinkel oder anderes Getreide draufzubringen. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz einig, aber das jetzt erstmal zum Start mit dem Kleegras, um da Stickstoff zu sammeln und wie gesagt das Unkraut erstmal zu erschöpfen und das soll ja auch so eine Langzeitwirkung haben, dass das Unkraut darüber hinaus, wenn ich das umgebrochen habe, auch noch unterdrückt wird. Also wie gesagt, wenn da jemand Verbesserungsvorschläge für mich hat, auch was ich eben erzählt habe, was das Pflügen angeht, wer da beste Erfahrungen mit hat, gerne in die Kommentare schreiben, ich nehme da gerne alles auf und sammel da Erfahrung. Wie angesprochen, jetzt die Fläche, die ich jetzt dazu bekommen habe. Das ist so ein Hang. Also geht noch bis über die Kuppe rüber und steigt ein bisschen hier rechts an, also nach rechts oben. Denke auf jeden Fall nach oben pflügen. Hier war vorher Dinkel. Also schon mal zur Diskussion, Dinkel, pflügen, ja, nein. Ich denke, ich werde es tun. Also dann halt nach oben hin. Hier einmal im Kreis. Das sind so, das ist gut 1 Hektar. Das ist eigentlich für unsere Verhältnisse hier schon eine ganz gute Fläche, wenn man 1 Hektar zusammenkriegt oder ein Stück. Das ist halt ein bisschen Hang, aber geht noch. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, ich war ja noch gar nicht. Die Sonne. Sonne kriegt er auch gut ab. Südosthang. Eigentlich eher Südhang. Südosthang.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein bisschen Wald, der schattet das zwar ab, aber im Sommer nicht. Jetzt steht die Sonne ziemlich tief. Da wird das auch klappen. Ja. Also das ist schon ökologisch bewirtschaftet gewesen hier. Deswegen war der Pächter auch bereitwillig, mir das zu geben, damit es ökologisch bleibt. Also ist ja teilweise ein Argument für viele Leute mit Land, was sie verpachten wollen. Also ich merke das immer mehr jetzt, dass die Leute oder Eigentümer doch ein Interesse daran haben, dass da ökologisch gewirtschaftet drauf wird drauf. Ja, ich habe nichts dagegen, ne? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass es schweinekalt ist? Also die Sonne, ich habe eben gedacht zu Hause, die Sonne scheint, top Wetter. Aber scheiße, frierst du die Pfoten ab hier. So, ich fahre nach Hause und dann schauen wir mal, was ich da noch Aktuelles habe. Bisschen was schrauben muss ja auch noch in den Block rein, Flock rein. Ich bin jetzt nochmal raus und kann mir heute Abend nochmal kurz freinehmen, dass ich ein paar Teile angeschraubt kriege wieder. Ich bin jetzt hier auf der Luftfilterseite. Habe ich die Halterung mal gerade anbringen. Kurz hier hinstellen. Nehme ich jetzt mal, weil es so Langlöcher sind, hier schöne große Karo-Scheiben und weil auf der Rückseite auch Langlöcher sind, mache ich da mal selbstsichernde Mutter vor. Weil Scheibe und Federring oder Scheibe und Nordlockscheibe, das funktioniert nicht so gut. So. Ein Scheibchen. Können wir gleich noch den Luftfiltertopf reinbauen. Ich wollte euch noch gerade was auf der anderen Seite zeigen. Dann brauchen wir wieder Lampe. Ja, da habe ich schon mal das Töpfchen hingebaut die Schelle vom Schalldämpfer. Den Schalldämpfer, den hatte ich im letzten Vlog schon mal drinne gezeigt, wie der aussah. Der sah eigentlich ziemlich scheiße aus. Aber ich habe den richtig blank gemacht und der war echt kernig. Da war jetzt nichts durchgerostet, das war wirklich nur oberflächlich. Und dann habe ich den komplett blank gemacht einfach und habe den schön mit Auspufflack. Ja gut, es wird dann stinken am Anfang mal und natürlich wieder abbrennen, aber ja, so sieht er erstmal ganz nutzig aus. Ne? Hier oben die Flansche ein bisschen gereinigt, dass da nichts an dicken Rostblasen drauf ist, dann hat man auch wieder ein bisschen Dichtwirkung da. Den kann ich jetzt auch noch da aufhängen. Ich gucke nur, weil der hier unten, also der Tank hier, der Hydrauliköltank, der hat hier genau natürlich, wo die Hitze abstrahlt, so eine kleine Schmelzspur. Aber also dicht ist der, da habe ich jetzt keine Sorge, das ist nur so oberflächlich irgendwie. Da werde ich aber auf jeden Fall nochmal irgendwie mal gucken, ein Hitzeschutzblech auf die Seite hier bringen, also hier dran machen, dass das nicht so direkt drauf strahlt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt, wenn man hier direkt irgendwie da muss man schon irgendwelches kaschiertes Aluminium, was ein bisschen Dämmstoff drin hat, draufkleben. Irgendwas mache ich da auf jeden Fall noch, dass das da, jetzt ist es noch heile, soll auch so bleiben. Sieht zwar jetzt nicht so geil aus, aber da muss halt irgendwas drüber. Und dann noch eine lustige Sache. Hier in den
ja, Krümmer. Da haben wir drei Löcher. Also drei Löcher in den Flansch. Und jetzt habe ich hier die Motorbremse. Die kommt jetzt da vor und dann kommt der andere Flansch von außen wieder davor. Kommen jetzt 90er Schrauben durch die Löcher durch und dann wird er da drinnen geklemmt. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Also der kann eigentlich nur in eine Richtung gehören. Und zwar so rum. Weil sonst würden die, also so würde er jetzt hochkant eingebaut sein und passen. Er könnte natürlich auch so rum rein. Aber dann passen die Flanschlöcher nicht, weil dann würde er so schräg stehen. Und das kann von der Hebelage hier oben ja nicht funktionieren. Hier drüben ist der Zylinder für den Auslöser der Motorbremse. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der mit Luftdruck aufschiebt, also rausschiebt, wenn er die Motorbremsenklappe dicht macht. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken, jetzt bräuchte ich noch eine Hand. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das irgendwo hier angeklemmt kriege. So. Hört das so? Nee. Hält leider nicht. So, jetzt aber nochmal, ich muss meine Halterung umbauen gerade. Und zwar alles da. So. Die muss meines Erachtens nach so hier rein. So. So ist ja offen. Und ich gehe davon aus, dass der Zylinder schieben muss. Dann ist die Klappe zu. Motorbremse ist quasi an. Und so müsste das eigentlich funktionieren. Da wird es auf jeden Fall von der Flanschseite passen. Also ich habe jetzt auch noch nicht weiter gelesen. Mal im Arco Parts, ob man da noch was erkennen kann. Auf jeden Fall ist hier noch dieses Drahtseilchen. Das geht an die Einspritzpumpe und kommt dann auf die andere Seite des Hebels. Also wenn ich das Drahtseil hier auf der Seite festmache, der Zylinder drückt, dann ziehe ich hier an dem Drahtseil, das geht da innen drin über eine Rolle. Und neutralisiert das Gas, also zieht das Gas zurück, ne? Ist ja klar. Die Einspritzpumpe soll ja nicht gegen die Klappe arbeiten dann. Also du löst den Zylinder aus, Luftdruck nach da, Seil nach da, Motorbremse an, Einspritzpumpe aus. So müsste das irgendwie funktionieren. Jetzt muss ich nochmal gucken, mich wundert, dass es die Kugel auf der Seite ist und ich hier auch eine Kugel in dem Zylinder drin habe. Ob es da irgendwelche anderen Varianten noch gibt. Ich werde mich gleich mal mit beschäftigen und wenn ich dann die Lösung habe, dann werde ich es nochmal zeigen. Achso, ja, das ist übrigens der Flansch, der kommt dann noch davor, also in die Richtung davor. 90er Schrauben durch und diese Motorbremse wird quasi nur zwischen den Flanschen geklemmt und hat zwei Bohrungen, wo die Schrauben mit durchkommen, ne? So, ich habe das mal los, ist zusammengesteckt, leicht angezogen nur. Also nochmal der Zylinder. Der drückt jetzt in die Richtung, wenn er aufgeht, zieht hier am Draht, schaltet damit die Einspritzpumpe aus. Das Teil sitzt soweit. Das sieht alles richtig gut aus. Auch so der Winkel, wie der Hebel jetzt den Draht von hinten zieht über die Rolle, das passt super. Ich könnte meinen Arsch darauf verwetten, dass hier noch eine Rolle reinkommt. Hier in das Loch kommt noch eine Rolle rein, über die das Seil läuft.
wenn der sich jetzt noch da bewegt. Ja, das sieht gut aus. Der Topf hängt auch. Muss noch festziehen. Das Ding hängt auch. Jetzt kommt das Geilste vom Abend. Ne? Jawohl. Richtig rum, ja. So, Deckel noch drauf, gut, alles aus wie neu hier, tipptopp. So, das war's für Vlog Nummer 11. Morgen ist Pause, muss ich erstmal Kindergeburtstag machen. Jetzt ist Besuch da, jetzt trinken wir erstmal ein Bier. Also, ja, beende ich jetzt dann mit dem Vlog und dran denken zu abonnieren, Daumen hoch zu machen. Und bis ja, dann nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, dass ich den Samstag noch rauskriege, ansonsten Sonntag und dann nächste Woche wieder. Und ciao.